Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier im Weserstadion gegen Werder Bremen auswärts. Ich begrüße euch zum letzten Bundesligaspiel in diesem Jahr, im Jahr 2014 sind wir hier unterwegs, hier im Weserstadion, wie gesagt. Das letzte Spiel im Jahr 2014 wird das Pokalspiel gegen Leverkusen in 3 Tagen sein. Aber darüber beschäftigen wir uns erst, wenn es denn auch soweit ist. Hier die Aufstellung auf jeden Fall nochmal von Bremen. Wer spielt denn so? Öztunali, der, was ist er? Enkel von, ich glaube der Enkel, oder? Von Uwe Seeler. Der Hamburger, also ganz, ganz schlimm eigentlich, dass der bei Bremen unterwegs ist. Hier unsere Aufstellung. Ich bin wieder im alten System unterwegs. Immobile, Stendera, alle wieder dabei. Meine spielt Hummels, ist in der Startformation, logischerweise. Und was schön ist, Erik Durm, der Langzeitverletzte, ist zumindest mit wieder im Kader. Ist auf jeden Fall, also heißt fit. Das heißt, wir können vielleicht mal hier auf ihm bauen. Vielleicht werde ich ihn nochmal einsetzen. Also noch ist er zumindest anknockst, sagt man ja. Das war jetzt eher unklug von ihm, aber konnte den Ball leider wieder retten. Schade. Ja. Es ist ein recht witziges Spiel. Eigentlich gerade jetzt zumindest auch zum Zeitpunkt der Saison, denn Werder Bremen ist bei uns in der Liga aktuell letzter. Absolut letzter Platz. Also sprich 18. Direkter Abstieg. Vor ihnen ist nur noch Köln. Da haben sie sogar schon 3 Punkte Rückstand. Also eher suboptimal. Und Schalke ist auf Platz 16, also den Relegationsplatz abgerutscht. Schauen wir mal, was sich da noch entwickelt. Ob die vielleicht da die Kurve kriegen oder sowas. Weiß ja nicht. Also es ist ja immer das Gleiche. Man hat so zwiegespalten. Einerseits denkt man sich, ne, unser Rivale ist weg. Der Pott gehört uns. Wir sind Nummer 1 im Pott. Dann muss man aber auch wieder dran denken, dann hätten wir ja in der Saison, außer es würde vielleicht im Pokal ein Aufeinandertreffen geben, gäbe es kein Derby. Also das ist, man braucht sich einfach irgendwie, auch wenn man sich nicht mag, man braucht sich irgendwie, dass man da immer irgendwie noch was, oh, der war nicht sehr gut von mir. Also, ihr versteht, was ich meine, hoffentlich, oder? Na, den hatte ich doch. Mensch, jetzt Kinder, jetzt kann doch nicht angehen, dass hier Bremen so am Drücker ist. Oh. Ah, sehr schön gemacht, Herr Trapp. Gut geklärt. Macchiadi, der Ex-Freiburger, wurde ja von Robin Dutt zu Bremen gebracht. Und man muss ja sagen, Macchiadi war ja in Freiburg eine feste Größe. Ist er jetzt hier in Bremen nicht unbedingt, ne? Oh, oh. Ja, der war ja eher so gar nichts. Aber Bremen, man merkt schon, das ist eine Mannschaft, die will unbedingt jetzt da unten raus. 3 Punkte, wie gesagt, schon Rückstand auf Köln. Die müssen da gucken, dass sie da nicht abreißen lassen, sonst kommen die da ganz, ganz schnell in ganz, ganz große Probleme. Solange es noch, in Anführungsstrichen, nur ein Siegunterschied ist, kann man vieles noch ausbaden, weil ja die anderen Mannschaften, die da unten dann auch zwangsläufig sind, ja auch nicht ihre Spiele gewinnen. Also da kannst du dann schon recht gut rausklettern, gerade wenn du, ja, wobei, ist eigentlich scheißegal, solange du gewinnst, funktioniert es ja. Egal, ob du jetzt gegen die direkten Konkurrenten gewinnst, und damit nach oben kommst oder eben gegen einen anderen, ich sag mal, ja nicht Mitkonkurrenten, also zwangsläufig die Leute, die ein bisschen in der Tabelle weiter oben stehen, da gewinnst du dann auch, weil deine Konkurrenten da wahrscheinlich oder viele vielleicht nicht gewinnen. Ne? Also die Rechnung geht dann am Ende schon auf. Man muss halt einfach unterm Strich gewinnen, sonst wird's eng. So. Und irgendwie komme ich hier gegen Bremen nicht so ganz klar. Ist auch so ein,
so ein Verein gegen Dortmund, gegen den Dortmund sich da immer wieder schwer tut. Ich weiß auch nicht warum. So, aber bisher gab es noch keinen Angriff, wo extrem gefährlich wurde. Aber jetzt vielleicht von uns. Immer das Gleiche. So, einen Angriff müssen wir dann fahren. So, auch mal ein Abschluss von uns hier im Weserstadion. Oh, Immobile, was machst du? Hast du dich etwa verletzt? Nee, alles gut. Gut, schön. Das wäre ja noch schöner. Hier im letzten Spiel der Saison. Also nicht der letzte, der Hinrunde quasi. Das letzte Spiel der Hinrunde ist ja witzigerweise am 1. Januar gegen Wolfsburg. Keine Ahnung warum. Ich glaube, das Spiel wurde einfach verlegt wegen was eigentlich? Pokal? Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ja, wie gesagt. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte doch hier. Zu Pierre Emmerich. Menschens Kinder. Die drücken aber auch, wie sie lustig sind, ne? Komm schon. Stehen gelassen habe ich ihn. Ach. Das war wichtig, wie er dahin gegangen ist, wie er diese Situation bereinigt hat. Ich krieg diese blöde Pille da nicht unter. Alter. Oh, das war jetzt eher suboptimal, der Schuss. Der war ein bisschen sehr ambitioniert, Herr Estrada. Schade, jetzt hat er ein schönes Replay wahrscheinlich gegeben, wie sie da so alle auf einem Haufen liegen. Mann, der da für komische Verrenkungen. Bisschen im Yoga-Kurs. Unfassbar. Bin mal gespannt, was Bremen so nächstes Jahr macht. Die waren ja, wie gesagt, oh Gottes Willen. Die waren ja in der Rückrunde mit Dortmund so die Mannschaft, die rechtzeitig den Dreh rausbekommen hatten und sich da unten dann auch so rausspielen konnte. Standen witzigerweise jetzt am Ende der Saison hinter Dortmund, obwohl sie definitiv vor Dortmund auf den, ich sag mal, die Kurve kriegen konnten. Das sieht man schon, dass die immer noch ein bisschen auch, ja, sie vielleicht noch das eine oder andere bisschen verbessern müssen, generell. Aber man sieht auch, okay, die Mannschaft kann was erreichen, wenn sie denn auch will. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass man da nur ein paar Stellschrauben vielleicht verstellen muss oder ein paar Transfers leisten muss, die vielleicht einschlagen. Boah. Wollte ihn eigentlich noch ablegen, aber war wohl zu schnell. Boah, ist das voll bei Bremen. Das ist ja abartig. Jetzt. Jetzt habe ich viel Platz. Um Gottes Willen. Also der muss drinnen sein. Wie kann man denn den nur daneben schieben? Schrecklich, erbärmlich, tragisch, traurig. Ich bin entsetzt. Naja. Ich hoffe, es wird nicht unsere letzte Chance bleiben. Wie gesagt, so ein Sieg wäre ganz schön. Herbstmeister sind wir im Grunde. Weil mit dem Sieg wären wir auf jeden Fall Herbstmeister am Ende der Hinrunde auf jeden Fall auch. Da eben, wie gesagt, die Hinrunde ja erst am 1. Januar hier endet. Das völliger Quark ist. Einmal komplett über Weihnachten hinweg spielen, das ist ja Müll. Naja. Weil selbst ein Unentschieden würde uns natürlich zur Herbstmeisterschaft reichen. Wir haben 4 Punkte Vorsprung, oder? Haben wir 4 Punkte? Ich glaube, es sind 4 Punkte. Um den Dreh, wo spielt denn Bayern? Wo sind sie denn? Gar nicht dabei. Schalke 1-1 gegen Hamburg. Schalke, wie gesagt, die könnten da auch ganz schnell noch richtig reinrutschen. Wie gesagt, aktuell auf Platz 16. Punktgleich sogar mit Köln. Und Köln ist auf Platz 17. Das kann noch was geben. Oh. Nee, nicht mit mir, Kollege. Den wollte ich so nicht spielen.
Jetzt drücken sie aber, die Guten. Ha, getunnelt. Sonny Kittel rennt. Wer ist da vorne mit ihm dabei? Immobile. Hat wieder nicht geklappt. Die Defense bei Bremen steht. Überraschenderweise. Normalerweise ist ja Bremen eigentlich der Verein, der defensivtechnisch alle Tore aufmacht und sich über die Offensive immer wieder rettet. Eigentlich recht kurios. Falscher Spieler! So. Jetzt ist glücklicherweise mein... Oh. Alter Verwalter, der Pass ist ja punktgenau angekommen auf Thielmanns, der ihn dann leider nicht reindrücken konnte, aber er war schon ganz schön knapp. Mensch, jetzt geht er, was sind denn das teilweise für Ballannahmen hier? Daneben gerannt. Wieder mal daneben gerannt. Das gibt's doch nicht. Ich gib doch diese Scheißpille her. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. Mit einem schönen Konter hier. Haben wieder nicht geschafft. Das ist ja unfassbar. Ich komme hier nicht durch. Jetzt aber. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Oh, ja. Jetzt. Pierre Emmerich. Ist unfassbar, da ist alles so voll. Es muss Einwurf geben. Okay, Wechsel bei Bremen. Wer kommt da? Wer geht da? Ich weiß es doch nicht. Junosovic? Bist du's? Nee, Krilic. Den muss man natürlich kennen. Was war denn das bitte für ein Pass gerade? Das war die einzige Chance, die er hatte. Menschenskinder. Muss ich mich gegen Platz 18 etwa mit einem Unentschieden zufrieden geben? Ich glaube, ich hoffe doch mal nicht. Oh, da laufen sie wieder nicht richtig mit. Oh, über den Haufen gerannt, aber mal richtig vom Feinsten. Das kommt davon, wenn die Pässe nicht sofort dahin kommen, wo man sie will. Ohne mich, der Mats, der macht das. Wer? Warum erobere ich den Ball eigentlich, wenn eine komplette Abwehr danach stehen bleibt und den Gegner wieder einlädt, irgendwas zu machen? Das gibt's doch nicht. So, hier irgendwas funktioniert doch da nicht. So. Prät, du darfst rein. Du hast dich in den letzten Spielen recht gut gemacht. Kannst du da überhaupt spielen? Jawohl. So. Gündogan, du darfst auch rein. Du hast für Estrada. Der ist wirkt ein bisschen unglücklich. So. Kann ja nicht angehen hier. Bisschen Gas geben. So, irgendwie fehlt jetzt da vorne alles. Gibt's keine Spieler mehr hier. Ist ja schlimm. Aber was für ein riesiger Ball. Das ist ja unfassbar, was ich hier spiele. Diese verdammte Scheißpille jetzt her. Vielleicht war hier der Spielaufbau einfach einen Tick zu berechtig. Jedenfalls. Hier sind die ganze Zeit irgendwelche komischen blöden Fliegen, die machen mich wahnsinnig. Gündogan. Leute. Stendera. Es gibt's doch nicht, ich komme da ums Verrecken nicht durch. Ja, genau. Beide Innenverteidiger bitte nach vorne rennen. Wie die Bekloppten. Warum nicht? Rödel. Für Bremen wäre das natürlich ein Riesenerfolg hier. Ein Unentschieden.
Hier steht es immer noch 0:0. Viel bleibt nicht mehr zu spielen. Gegen wen spielt? Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ist er drin? Ist er. Ah, das gibt's nicht! Kun Castells, du Schweinebacke. Konnte die Pille gerade noch so retten, weil Stendera den keinen Druck hinterbringen konnte. Achtung, hier brennt sich vielleicht was an. Unfassbar. Heute. So, der müsste mir sein. So ist es. So, wir müssen jetzt aber langsam mal Gas geben hier. Da haben wir jetzt gerade eine riesige Chance, die Pille unterzubringen. Ich verliere den Ball da immer so schnell. Das gibt es nicht. Hör dir ein bisschen mehr Pressing, bitte. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Oh. Dank seiner Übersicht. Spielpause gibt es hier wahrscheinlich gar nicht mehr. Nicht durchgekommen. Das ist unfassbar. Ah, genau. Ja, unentschieden. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Gegen Werder Bremen schaffen wir es nicht, ein Tor zu schießen. 0:0 geht es aus. Ich glaube, das ist wahrscheinlich unser erstes 0:0. Ja, ja, ja. Unglaublich, unglaublich. Glückwunsch an Bremen. Habt ihr mir Pünktchen geklaut, ihr Schweine. Und damit beenden wir die beinahe das Jahr 2014, beziehungsweise für die Bundesliga beenden wir es. Im Pokal eben, wir, habe ich ja bereits angesprochen, geht es ja noch weiter gegen Leverkusen. Und dann gucken wir mal, dass wir da die auch rausballern. Ja, so viel dazu. Dann verlasse ich euch jetzt für die Highlights. So viele waren es ja dann leider doch nicht. Und wir sehen uns im nächsten Spiel im DFB-Pokal gegen Leverkusen. Macht's gut, bis dahin. Ich bin raus, euer Bolle. Ciao.